Hallihallo mal wieder. Jetzt heute mal ein kleines Update über den Bedini-Scooter, Folge 7 jetzt. Wir haben jetzt ein Jahr lang nach Batterien gesucht. Ich war zeitweise drauf und dran, solche Kristallzellen hinten drauf zu setzen. Also der Traum war eigentlich gewesen, den mit einer komplett selbst gebastelten Batterie dann auch laufen zu lassen. Den Traum habe ich jetzt erstmal ein bisschen hinten rangestellt. Ich werde dann höchstwahrscheinlich nochmal auf diese Edison-Zelle zurückkommen. Nickel-Eisen-Platten, die eine fünfmal höhere Energiedichte haben als Bleisäure-Batterien. Und währenddessen können wir erstmal mit unseren Lithium-Akku-Packs weiterfahren. Das sind jetzt alles gesammelte Werke aus alten, defekten Laptop-Akkus. Da mal ein Pack, da ein Pack und hier vorne ist auch noch ein Pack drin. Die kommen dann ungefähr auf 50 Volt, allein von den Lithium-Akkus. Und um dann auch noch ein bisschen Gas zu geben, habe ich dann hier nochmal ungefähr 50 Volt in Reihe. 12 Volt jeweils in Reihe, dass es dann 50 Volt ergibt. Und damit gebe ich dann momentan Gas. Es muss auch noch ersetzt werden durch Lithium-Akkus, weil ich glaube so 2 Ampere zieht dabei Volllast. Und da gehen die natürlich hier ganz schön in die Knie. Das heißt, die halten nicht ganz so lang. Ja, die Akkupacks hier hinten sind mit einem Balancer-Anschluss versehen, damit die, wenn die dann alle in Reihe geladen werden, auch schön gleichmäßig geladen werden. Und möglich gemacht hat mir das Teil hier. Ja, also als ich mir dann gesagt habe, gut, jetzt gehst du von diesen selbstgemachten Batterien erstmal wieder zurück und nimmst das, was es momentan schon auf dem Markt gibt, für wenig Geld. Die gebrauchte Laptop-Akkus kriegt man für ein Apfel und ein Ei hinterhergeschmissen. Das kostet wirklich nicht so die Welt. Habe ich ja trotzdem irgendein vernünftiges Ladegerät dazu gebraucht. Und da habe ich dann einfach mal hier E-Bike selber basteln oder Do-It-Yourself eingegeben und vom Super Genius, das Video verlinke ich dann gleich mal unten, habe ich dann das Teil hier empfohlen bekommen. Ist seit 2010 auf dem Markt und ist wirklich klasse. Man kann Bleibatterien laden, Nickel-Cadmium, Metallhydrid, Lithium-Ionen, Lithium-Polymer ist, glaube ich, auch noch ein Programm mit drin. Blei, Nickel-Cadmium, Lithium-Ionen. Irgendwo kommt man dann noch Lithium-Polymer einstellen. Ja, das Allertollste hier dran ist aber diese... Genau. Er zählt euch die Kapazität mit von dem Akku, die er lädt, und das ist natürlich super. Hier können wir auch einstellen, wie viel Kapazität er maximal reinpumpen soll. Und ja, wenn man den Herstellerangaben glauben darf, die haben angegeben, dass pro so eine Zelle, die hat zwar 2200 mA oder 2000 mA, aber die 2200 mA haben die Zelle nur dann, wenn sie mit einem maximal definierten Entladestrom entladen werden. Und da ist es bei den Zellen hier nun mal leider Gottes so, dass die Hersteller gesagt haben, 200 mA ist der Strom, der maximal rausgezogen werden kann. Dann halten auch die 2000 mAh pro Akku. Tja, und um die Akkus so lang wie möglich benutzen zu können, ist es von Vorteil, die nicht auf 100% voll zu laden, sondern so auf 75-80% ungefähr. Und das kann man dann ja wunderbar mit dem Ladegerät hier machen. Stellt mal ein, wie viel Milliampere-Stunden rein sollen, und ja, bei 80% von dem ganzen Pack hier ist dann Schluss. Dann dürften die wirklich sehr lange halten. Ja gut, wo wir gerade dabei sind, das sind hier halt normale Lithium-Ionen-Akkus, gibt es jetzt auch als Lithium-Polymer. Bei den Lithium-Ionen-Akkus ist es so, dass er eine Normalspannung von 3,6 Volt haben. Ich glaube, Ladeschlussspannung ist dann 4,1 Volt, jawohl. Und man kann sie dann bis 2,5 Volt entladen. Unterhalb von den 2,5 Volt gehen sie dann kaputt. Also immer zwischen 3,6 Volt und 2,5 Volt halten. Und bei Lithium-Polymer-Akkus ist es dann so, dass ihr nur bis 3 Volt runtergehen könnt, die dafür aber bis 4,2 Volt maximal aufladen könnt. Ja, nur nochmal so als kleine Info. Ja gut, wie schon gesagt, wir haben jetzt hier knapp 100 Volt dran ungefähr. Auf dem Leistungsschild vom Motor stand drauf, dass er bis 370 Volt aufnehmen kann. Wenn ich dann meine Neon-Glimm-Lampen, hier hinten, das sind jetzt momentan die Neon-Glimm-Lampen, das sind, habt ihr in den vorherigen Videos schon gesehen, einfach nur Glühlampen mit Bipolarkondensatoren in Reihe. Und anstelle der Neonlampen dann hin, dann kann man da ein bisschen höhere Voltzahlen fahren. Aber die gehen halt dummerweise auch nur bis 100 Volt. Also habe ich erstmal etwas Grubel, da hier die 100 Volt Grenze zu überschreiten.
Hab's aber auf alle Fälle noch vor. Ne? Bin jetzt auf der Suche nach einem Haufen defekten Laptop-Akkus. Wer welche übrig hat, immer her damit. Würde mich sehr freuen drüber. Ansonsten, ich krieg schon irgendwo welche her. Ja, warum das eigentlich alles mit Bedini? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, zieht es ungefähr 2 Ampere maximal bei 100 Volt, also trotzdem 200 Watt um die Dreh rum. Aber tja, ist halt nicht unbedingt so, wie es die normalen Hersteller machen. Die haben die Akkupacks meistens so bei 48 Volt, gehen aber in der Ampere viel höher beim Motor. Das ist mal schnell bei 10 oder bei 20 Ampere bei Volllast. Und das wollen unsere Akkus natürlich nicht unbedingt, ne? Die wollen halt nur pro Zelle 200 mA Abnahme haben. Man kann zwar ein Ampere oder zwei auf einmal rausziehen, das geht eine Zeit lang ganz gut, aber ich denke mal, da hat man da nicht sehr viel Spaß an der Lebenserhaltung von den Akkus. Tja, deshalb war eben meine Überlegung gewesen, mit der Voltzahl hochgehen, ne, dass wir mit den Ampere schön unten bleiben. Und dann, denke ich, haben wir Elektrogeräte, die auch wirklich lange halten. So, das ist jetzt mal ein interessanter Moment, wenn ihr Batterien regeneriert mit einem Bedini. Ja, das sind ja solche 12 Volt, 4,5 Ampere Stunden Batterien. Und die hatte ich mit dem Bedini bis Ladeschlussspannung geladen, also 14,4 Volt. Ne? Dann habe ich sie abgeklemmt und sie ist bei 12,8 Volt stehen geblieben. Ja, dann habe ich meinen 20 Watt Verbrauch rangehangen. Und der ist dann ganz rapide runtergefallen bis auf ungefähr 7,9. Und jetzt geht's andersrum. Ne? Und das ist dann das Zeichen, das müsst ihr auf alle Fälle abwarten, wenn das hier dann wieder aufhört mit Steigen. Also ne, Batterie mit Bedini vollladen, richtige Last dranhängen, die für die Batterie optimal ist. Ne? Also für die hier, wenn der 0,4C ist die maximale Entladebelastung von solchen Batterien, glaube ich, ne? Bleisäurebatterien. Das heißt, wenn die 4,5 Ampere Stunden haben, eine Last dranhängen, die ungefähr 1,8 Ampere zieht, ne? Mal 0,4. Und ja, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ne? Vollladen lassen, bis nichts mehr geht, bis 14, 15 Volt erreicht sind, abklemmen, dann Last anschließen, runterfallen lassen und dann warten, bis es aufhört mit Steigen. Ja, ich warte jetzt mal hier jetzt noch ein ganzes Stück und wenn das dann aufgehört hat mit Steigen, ne, wenn es dann wieder in die andere Richtung geht, dann klemme ich sie wieder ab und dann kommt erst mein Ladegerät wieder ran. Ja, so habe ich bis jetzt die besten Erfolge gehabt. Jawohl, jetzt läuft's. Gudi. Bedini ist gut, die erste. Na gut. Ja. Jetzt fliegt. Scheiden erstmal. Ja, also als Rollstuhl geht's ganz gut. Aber wenn wir Vierer so fährt, muss er ganz schön Drehmoment haben. Ja, hat er auch. Ich brauche mehr Batterien auf alle Fälle. Ja. Jawohl.
Mannschaft. Geil, willst du mal? Klar. Oh, sogar 100 Kilo transportiert er. Wie viel wiegst du? 90. 90 Kilo. Hallo. Alte Laptop-Akku. Haha. Geil. Ha ha ha!